Gesichter. Ich komme mir vor wie zu Hause im Wohnzimmer. Das freut mich. Ja, wunderschön. Fühlen Sie sich alle wohl hier? Gefällt Ihnen? Sicher. Immer. Ja, bevor ich nun mit dem aufregenden Leben der Edith Piaf anfange, möchte ich Ihnen noch einmal meinen herrlichen Begleiter vorstellen. Es ist nämlich nicht so einfach, ein Chanson zu begleiten. Das ist etwas anderes als Schlager. Da geht der Takt nicht dauernd durch. Am E-Piano Peter Papritz. So aufregend wie das Leben der Piaf war, war schon einmal ihre Geburt. Sie wurde am 19. Dezember 1915 nachts bei strömendem Regen in Paris, in der Rue Belleville, unter einer Straßenlaterne auf der Pelerine eines Polizisten geboren. Also wenn es so losgeht, ne? Ja, sie war die Tochter des Akrobaten Louis Gassion und der Nachtclub-Sängerin Lynn Marsa. Und der Vater wollte auch unbedingt eine Artistin aus ihr machen. Aber hat es bald aufgegeben. Dieses Mädchen hat alles in der Kehle, aber gar nichts in den Gliedern. Also hat sie sich entschlossen, mit ihrer Halbschwester Simone, die beiden hatten den gleichen Vater, aber verschiedene Mütter, sich ihren Lebensunterhalt als Straßensängerin zu verdienen. Sie nannte sie Momo. Also gut, zuerst waren sie noch in den etwas ärmeren Vierteln, aber dann sagte sie eines Tages: Momo, heute gehen wir auf die Champs-Élysées. Das haben sie dann auch gemacht und sie hatten ein Riesenglück. Der damalige, ganz bekannte Nachtclubbesitzer Le Journey hieß dieses ganz feudale Geschäft. Louis Le Play hörte sie, gab ihr seine Karte und sagte: Wenn du Lust hast, kannst du heute Abend singen. Natürlich hatte sie Lust. Hast du was zum Anziehen? Ja, natürlich habe ich was zum Anziehen. Gut. Was sie hatte zum Anziehen, war ein selbstgestricktes Kleid, bei dem noch der eine Ärmel gefehlt hat. Also so kam sie dann am Abend an. Le Play hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt: So kannst du unmöglich auf die Bühne gehen. Aber eine Freundin von Le Play hatte einen sehr schönen Schal an, den nahm sie, legte ihn über den fehlenden Ärmel und so konnte sie wirklich auf die Bühne gehen. Du hast, glaube ich, mit 13 Lebensjahr angefangen zu singen, ja. Hast dann Gesangsunterricht, ein Stipendium bekommen, warst ganz viel in der Welt unterwegs, hast über 100 Auftritte, warst in den USA, warst Schauspielerin. Wann hast du deine Liebe zum Chanson entwickelt? Nachdem ich bei der Oper war. Und ich war die Jüngste damals und da ich einen Tonumfang hatte von Kontraalt, bis ganz oben. Dann hatte ich natürlich mit den Primadonnen großen Ärger. Und das bin ich nicht gewachsen, bin ich nicht der Typ dafür. Ich habe nicht diese Ellenbogen, die man eigentlich in diesem Moment brauchen würde. Und dann aber dich doch durchgesetzt? Ja, ich habe mir dann gedacht, ach, ich singe jetzt das, was andere vielleicht nicht so können. No, und da habe ich das gemacht und habe dann durch einen Wettbewerb, da habe ich mit Non, je ne regrette rien, den ersten Platz gemacht. Und wie alt warst du da? Da war ich so um die 20. Und dann hat der Bayerische Rundfunk mit mir Edith Piaf-Lieder mit dem Rundfunkorchester aufgenommen. Toll. Und das hat mir dann den Weg gezeigt. Also okay, das geht und das läuft und ich fühle mich wohl und dann mache ich das. Super, super. Ja, wunderbar. Also deine Stimme ist so ergreifend. Das ist ganz, ganz toll. Also wirklich großes Kompliment. Ja, was ist jetzt so geplant als nächstes? Ja, jetzt ist ja die Piaf ja jetzt Jahrhundert geworden, ja, in diesem Jahr. Und ich meine, dieses Jahr geht ja auch mal zu Ende. Und das Piaf-Programm habe ich schon einige Jahre auch mal gemacht. Und jetzt möchte ich was Neues machen. Im Jahresende fange ich jetzt schon an.
Und zwar 4 Diven, eine Stimme. Toll. Weil ich kann Marlene Dietrich, ich kann sehr gut Sarah Leander. Mhm. Und ich finde... Eine Stimme perfekt. Ja. Auch ganz tief, ja, kein wunderbar, Problem. Wunderbar, ne? Ja, ganz und da habe ich gedacht, es ist eigentlich schade, dass man so wenig mehr hört von diesen Diven. Ne? Mhm. Gibt keine mehr, ne? Nein. Ich bin das letzte, ich bin das aussterbende Relikt. Genau. Muss ich noch ausnützen, bevor alle tot sind, die das noch gekannt haben. Ja, es ist so. Und du schreibst selber auch? Ich schreibe selbst auch, ja. Ich habe mir mal was schreiben lassen, war aber damit nicht glücklich. Und dann bin ich zum Bayerischen Rundfunk gegangen, habe meine eigenen Lieder mitgenommen und die Fremden. Und dann habe ich gesagt, es soll mir doch jemand, die haben doch mehr Know-how als ich, was das anbelangt. Und soll mir sagen, wo ich mich mehr dahin... Und dann haben alle gesagt, das, was du singst, aber die wussten das nicht. Die haben gesagt, diese Lieder, die sind super, die anderen kannst du vergessen. Und es waren halt alles meine Lieder. Gibt es auch alles als CD zu kaufen? Ja, ja. Meine eigenen Lieder, es gab eine LP davon und Kassetten, die Zeit ist vorbei. Und jetzt muss man das alles ein bisschen modern machen. Man kann das nicht mehr machen wie vor 20 Jahren, das geht nicht mehr. Also muss man das alles, und da bin ich jetzt dabei. Mhm, toll. Mhm. Also wir können uns auf die nächste CD freuen. Ja. Ach super. Ja, wunderbar, dein Konzert ist so unglaublich. Also macht so viel Spaß und du singst das mit einer Liebe und mit einer Leichtigkeit. Das ist unglaublich. Also wirklich. Ja, es ist halt, das Herz ist halt dabei. Das merkt man total. Ja, das ist mein Leben und die Piaf, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit der Piaf sehr viele Sachen in meinem Leben, die vielleicht jetzt nicht momentan so jetzt hier da reinpassen, aber durch die Edith Piaf bin ich aus 7 Tagen Koma wieder aufgewacht. An ihrem Todestag hatte ich eine Gehirnblutung und bin 7 Tage im Koma gelegen und dann haben die mir meine Lieblingslieder und dann bin ich wieder aufgewacht, ich konnte wieder unglaublich. Konnte wieder sprechen, ich, ja. konnte auch wieder singen und deswegen ist es auch, das Piaf ist so auch ein Stück von meinem Leben geworden. Ja, das war Lebenshilfe eigentlich. Ja. Unglaublich, ja. Ganz, ja. Ganz toll. Ja. Ja, super. Also weiterhin noch viel, viel Erfolg. Vielleicht eine Frage noch. Du hast ja so eine tolle Lebens- und bejahende Einstellung und Ausstrahlung. Dein Motto? Ja, jetzt zum Beispiel nach dieser Krankheit hatte ich, die Zeit ist reif, ich fange nochmal von vorne an. Unglaublich, ja. Das muss ja. Energie. Ja, da habe ich auch ein Lied darüber geschrieben, ja. Da singe ich auch heute Abend, die Zeit ist reif. Toll. Ja. Also du bereust nichts? Nein, überhaupt nichts, auch genau wie die Piaf, weder das Gute noch das Schlechte. Wunderbar. Weil das prägt dich in deinem Leben und das hilft dir in vielen Momenten und ich habe nur einen Wunsch, gesund zu bleiben. Und ich bin glücklich und das ist das Wichtigste für mich im Leben. Und bist frisch verheiratet. Ja. Das kann man ja auch sagen. Kann man auch sagen, ja. Dazu kann man auch gratulieren. Ja, danke. Ja. Du, vielen, vielen Dank und ich wünsche dir weiterhin wirklich alles, alles Gute. Ich danke dir. Danke, hat Spaß gemacht. Stellt man uns die Fragen, die keine Antwort haben. Warum, was sie, weshalb, egal. Schwerfällt, ich weiß, dass ich es kann.